Oh, ich bin am Boden. Speichert mehr als 9? Okay. Und ich habe einen seltsamen Anzug an. Ach ja, Franklin Drake. Immer wenn der Herr auftaucht, gibt es irgendwie Probleme. Hallo, Franklin. Haben Sie eine Frage? Nein, ich bin zurück mit der Tegasit-Ladung. Die Tholianische Versammlung? Lompex-Suppe? Wirk. Das klingt nicht so richtig geschmackvoll. Aber okay, gut. Gucken wir mal. Ja, danke. Dankeschön, Revi. Willkommen, Gefangener. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich bin dann wohl ein Gefangener. Hallo, Tamev. Ja, er sagt Hallo und ich sag, sie kommen mir bekannt vor. Okay. Tamev, so heißt da einer meiner Crew. Okay, wer bist du? Ditan. Ja, okay, dich, wir kennen uns schon, auch wenn du so tust, als ob nicht. Aber okay. Temporaler Botschafter. Ich kann mich erinnern, man hat das früher mal gespielt, da gab es die, da ist die Ambassador rausgekommen. Und ich weiß gar nicht, konnte man die sich da spielen oder konnte man die nur testen? Keine Ahnung. Okay. Ich gehe, bevor ich hier mit merkwürdigen Leuten rede, gehe ich mal in die Kantine und erhalte Nahrungsmittel. Boah, Wirk. Nahrungsmittelzusatz 47. Das ist wie heute im Kauf mich tot, weil auch da ist ja alles voller Zusätze. Ach Gott, ja! Stimmt! Irgendwie musste man hier doch ein Schiff klauen. War das nicht die Ambassador oder sowas? Ich bin neu hier. Ich weiß von nichts. Okay, aber wie ich hierher geraten bin? Wer ist denn wir und wieso sind wir hier? Ach, hey, okay, 2344, 65 Jahre in der Zukunft, okay. Sie heißt Tascha. Nein, nein, nicht Selas Schwester, keine Ahnung. Okay, geh mal hin. Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Ich erinnere mich, es war hier irgendwie links runter und da steht sie auch schon. Ja, es ist Sela, Tascha, wie auch immer. Tascha, ja. Da ist sie. Mhm. Das sagen die Leute meistens, wenn sie mich irgendwie... Puzzle und Labyrinth, oh mein Gott. Gab's da eine Karte zu? Ah, die war ausgeblendet, ne? Ach du Sch... Will ich diese Aufgabe überhaupt spielen? Gibt's hier irgendwas Brauchbares? Mein Name ist Tascha Yar. I was Chief Tactical Officer of the USS Enterprise D. In my timeline, we were fighting a war against the Klingons, and I was proud to do my part to protect the Federation. Sinnloser Tod, das stimmt. Die Drehbücher waren nicht immer so gut. So, Castillo zu den... Was? Wo will der hin? Schlafkurien? Hä? Und wo ist er überhaupt? Ah, ja, klar, ich komme. Ich komme... Hi, Tarsen. Ambassador-Klasse. Ja, die war ja nicht schlecht. Die hat mir ja schon gefallen. Jetzt habe ich ihn schon wieder. Jedes Mal, wenn ich auf den Chat gucke, verliere ich diesen Typen. Ja, ich komme. Ah, gut. Ich bin ja auch in die völlig falsche Richtung. Ach Gott, diese Karte. Ja, ich erinnere mich. Ganz gruselig. Und Labyrinthe sind sowieso nicht so mein Ding. Also, ich bin schwer begeistert. Egal, da muss ich jetzt durch. Ja. Na toll, er geht in die Ecke, damit ich mit ihm reden kann. Sehr verdächtig. Na klar, erzähl mir doch mal was.
Okay, sie ist von der Enterprise D, er ist von der Enterprise C. Okay, gut. Mit Tasha Yar sprechen. Schon wieder? Das hast du mir gerade eben schon erzählt. Okay, also wir sind auf gut Deutsch in einer neuen Zeitlinie. Und ich muss wieder irgendwas finden. Sie jemand, der eine Ablenkung organisiert. Ha 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 ha. Ja, gut. Wir müssen dann wohl da lang. Ich glaube, ich bin selber die Ablenkung. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Ja, ich erinnere mich, man darf hier nicht vorausrennen. Aber ich bin aus einer anderen Zeitlinie. Ich bin... Oh, Klingon. Hi, Detan. Nö, du bist gar nicht derjenige, den ich suche. Dann gehe ich mal hier runter. Hallo, Franklin. Ich brauche Schlüssel. Hast du bitte einen Hauptschlüssel für mich mal? Und eine Karte. Die werden sie in den Tunneln benötigen. Aha. Okay, aber die Karte hat doch nie funktioniert. Also, okay, B. Ach ja, Jemine, jetzt muss ich wieder nach oben und alle überzeugen. Ja, das war eine sehr langfristige Episode, wenn ich mich recht erinnere. Na dann, gucken wir mal. Ups. Naja, kann man auch hier rumgehen. Ist ja egal. Fangen wir mal hier hinten an. Und, ach, der gute alte Obi-Sek. Kann ich Sie überzeugen, ein bisschen Mumpitz und Theater aufzuführen? Ja, okay. Gott, du warst schon immer so super hilfreich. Ach nee, du schon wieder. Ach je, okay. Hast du Spaß und Lust auf ein bisschen Spökes? Okay, du hast Gedächtnisverlust, du weißt gar nicht mehr, wer du bist. Das ist auch schön. Bleib bitte dabei. Ja, okay, gut. Auf ein Ablenkungsmanöver warten. Echt? Bei wem denn? Aha, okay, gut. Ablenkungsmanöver heißt, ich greife den nicht an, sondern gehe nach hier oben. Ganz brav. Na? Öffne das, um an den Wachen vorbeizugehen. Das habe ich hiermit getan. Wow, so einiges ist mir noch in Erinnerung. Wenn du das Labyrinth abschließt und den Toten findest, kriege ich einen weißen Kribbel. Ach du großer Gott. Leute, auf was lasse ich mich denn da nur ein? Egal, ich habe gesagt, ich spiele die Episoden durch. Finden Sie einen Weg durch den Wartungstunnel. Nutzen Sie die Karte in der runden rechten Ecke Ihres Bildschirms, um Ihren Fortschritt zu sehen. Ja. Die ist ja richtig toll. Und dann auch so winzig. Mhm. Handgezeichnete Karte ansehen. Ah, super. Das kann man dann auch ebenso gut vergessen. Na gut. Dann werde ich... Hallo? Hörst du mal auf hier zu rennen? Ach, dieser Bug. So. Ja, dann gucke ich mir mal die handgezeichnete Karte an. Da bin ich. Eigentlich hätte ich, glaube ich, nach links gemusst, wenn ich mich recht entsinne, aber hilft ja nichts. Ich muss jetzt mal dieses... Die Toyana-Kontrollturm, Methangemisch mit Sauerstoff. Finden Sie die Konsolen, damit die Kontrollturm-Atmosphäre zu ersetzen. Na gut. Also, es klingt sehr vernünftig, sagt sie. Da bin ich rausgekommen. Ich kann jetzt weiter geradeaus gehen oder nach links. Ich bleibe jetzt erstmal bei geradeaus. Ah, okay, da bin ich hergekommen. Das heißt, ich kann nur nach links gehen.
Ich bin kein Dings, ich bin kein Techniker. Ich schaue noch mal auf die Karte. Ja, ich weiß. Aber viel mehr sieht man da auch nicht, ne? Also... Ich weiß, ich bin hier früher schon rumgeirrt bis zum geht nicht mehr. Oh, einen weißen Tribbel befragen. Wer hat da... Ernsthaft? Bitte lasst mich an eurem Wissen teilhaben. Ja, vielleicht bin ich wirklich schon zu lange hier. Ich rede mit einem Tribbel. Okay, Auszeichnung, der weiße Tribbel, juhu. Aha, die kann man nicht sehen. Also handgezeichnete Karte. Hier geht's auch irgendwie nicht wirklich weiter. Das heißt, ich gehe mal zurück. Ach, jetzt haut doch nicht alle im Chat auf mich ein. Mann, das ist meine nicht gerade Lieblingsmission. Genau, ich muss jetzt zurück. Nein, ich will nicht den weißen Trippel, ich will den Wartungskanal verwenden. So. Ach, ich will immer M drücken. Ich muss aber hier draufklicken. So, jetzt könnte ich ja hier quasi nach unten gehen. Dahin. Und, oh, ich habe die Methangas, also die Toilettenspülung auf gut Deutsch gefunden. Ja, entlüften. Sollte man immer, wenn ein Toilianer auf Toilette war. Und Sauerstoff rein. Ja, Hintosho. Dann herzlich willkommen. Warum denn nicht? Warum nicht? Ich habe 4 Jahre Pause gehabt und finde jetzt langsam wieder ins Spiel und spiele alle Episoden einfach mal durch und lerne dabei das Spiel neu kennen. Warum eigentlich nicht? Man kann ja den ganzen Abend immer nur TFOs und Patrouillen, ist ja dann auch ein bisschen öde, oder? Okay, ich bin von da gekommen. Ich gehe jetzt einfach mal da weiter. Mal gucken, was meine Karte sagt, ob ich da richtig bin. Ja, okay, dann geht's da weiter. Ah, wie gesagt, ich habe vor 4 Jahren aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich was anderes spielen wollte. Das habe ich dann auch lange gemacht und jetzt bin ich seit 1-2 Monaten wieder dabei. Und ja, ich spiele alle Episoden einmal durch, mache daraus Videos, die gibt's bei YouTube zu sehen. Und wie Tarsen gerade sagt, das ist für andere auch ganz interessant, die gerade erst anfangen. Insofern, warum eigentlich nicht? Ich habe da Spaß dran und darum geht's ja hier dabei. So, meine Karte. Okay, hier ist aber auch irgendwas, was Umgebungstemperatur senken. Na, dann machen wir es mal ein bisschen kälter. Das könnte ich jetzt im Original im Übrigen auch gebrauchen. Es ist ja ganz schön warm geworden. Oh. Ha, Kälte mögt ihr doch, ne? Ja, sieht man. Sie schlafen sofort wohlig ein, also Kälte mögen sie offenbar sehr gerne. Nein, falsche Karte. Ja, Hintosho, wie gesagt, es ging nur noch ums Grinden, ne? Für die Rufsysteme, für die Ausbaut, man ist nur noch von einem Char zum anderen, ich hatte so um die 20, ist man nur noch geflitzt und grinden und Dilly abbauen und so weiter. Und da habe ich mir vorgenommen, das mache ich diesmal nicht. Ich werde irgendwann meine ganzen alten Chars auch mal durchgucken, mit 2 bin ich schon dran. Aber momentan spiele ich hier, habe viel Spaß, fliege gerne auch mit anderen und wenn es stressig wird, höre ich wieder auf. Aber im Moment denke ich das mal nicht. So, jetzt ist die gute Frage, ist das der richtige Weg? Mal gucken, das werden wir gleich sehen. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ah, das könnte sein, das könnte sein. Dann gehen wir mal hier weiter. Und dann gehen wir mal da weiter. Und dann bin ich aus dem Wartungstunnel raus. Hoho, diesmal gar nicht im Kreis gelaufen. Das ist ja cool. Okay. Irgendein Kontrollturm, Kontrolldings, hallo? Ihr wollt hier raus? Okay, also wir fangen mal an. Wir reden mal mit Tasha.
Und jetzt kann ich sie irgendwie... Ach komm, du darfst mal die spannende Aufgabe eines Traktorstrahls deaktivieren. Du siehst aus wie ein Klammermensch. Und du darfst irgendwas mit Energie machen. So. Und das bedeutet, ich muss hier ran. Und werde die Netzemitter. Ja, einige von uns spielen das schon 8 Jahre. Wenn ich die 4 Jahre nicht aufgehört hätte, hätte ich das auch 8 Jahre. Aber gut, ich habe indessen andere Sachen gespielt. Sehr, sehr viel World of Warships viele Jahre. Und ja, jetzt bin ich halt wieder hier. Und habe richtig viel Spaß dabei, muss ich sagen. Tolle neue Schiffe, tolle neue Sachen. Ja, macht ihr das nicht? Muss ich das machen? Echt? Okay. Nee, Wartungskanal möchte ich nicht betreten. Ach so, da hinten. Glaube ich, oder? Nö. Ja, Jungs und Mädels, wozu habe ich euch denn? Ach so, die sind noch dabei. Ah, Andockklammern lösen. Okay, gut. Dann war das vielleicht nicht gerade ihre Fachkompetenz. Ach, Endgame, ja, man kann sich verbessern, man kann aber auch einfach nur mit anderen Spaß haben. Ich habe gestern mit einem aus unserer alten Flotte, die beiden, die hier gerade sind, die werden ihn kennen, den Fox, ziemlich lang gesprochen. Der war 5 Jahre weg und der hat auch gerade wieder angefangen und ist wieder mit dabei. Und ja, der sagte auch, er wird sich nie wieder so stressen, er will einfach nur Spaß haben. Und den kann man halt... zum Schiff begeben. Ah, machen wir das mal. Den kann man halt haben, ohne dass man jetzt irgendwie mit 20 Chars jeden Abend alle möglichen durch... Natürlich, klar, so ein Dilly-Wochenende reizt, aber nö. Ich dachte, ich hätte auch alle Protokolle deaktiviert, aber... Na gut. Dann müssen wir hier mal die Gardinen hochziehen. Hätten uns eigentlich nicht schon haufenweise Feinde begegnen müssen? Hier ist so überhaupt keiner. Haben die keine Gage mehr bekommen? Haben die Statisten aufgehört? Ja, als ich mir jetzt meine alten Chars so alle durchgeschaut habe, hätte ich davon die Hälfte am liebsten gelöscht, die mich null reizen, null interessieren, wo ich mich frage, mein Gott, warum hast du denn sowas mal bitte angefangen und aufgebaut? Aber okay, ist halt so. Es gibt von jeder Fraktion, also zumindest von Romulanern, Klingonen, gibt es genau immer jeweils einen, den ich toll finde und den Rest... werde ich vielleicht einfach in der Versenkung verschwinden lassen und vielleicht mal irgendwas Neues anfangen. So, zum Schiff begeben. Also ich hätte gedacht, dass ich hier am Boden auch kämpfen muss, aber offenbar muss ich jetzt bloß mit der Ambassador fliehen. Nee, Enterprise C, ja, ist ja die Ambassador. Und die habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass man die mal zu irgendeinem Event sich erspielen konnte oder bekommen hat oder... keine Ahnung. So. Ich hoffe, dass ich nicht rausfliege. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, trotz Pre-Patch, aber das braucht schon jetzt viel zu lange. Na, jetzt kommt's. Okay. Da hat sich nichts dran geändert in all den Jahren. Das bleibt so schön. Ja, also, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, mit mir eine Runde zu fliegen oder sowas in der Richtung. Sehr gerne. Da ist sie, die Enterprise C. Immer noch ein sehr schönes Schiff. Auch wenn es heute so viele verschiedene Enterprise-Varianten und Arten im Spiel gibt, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll und dass ich die auch teilweise verwechsle, weil die sich alle verdammt ähnlich sehen. Aber... Ach, das gibt's heute noch in der Box. Naja, da ich es ja habe. Von Tholianischer Basis fliehen. Oh, dann mache ich das mal, ne?
Aha, soweit zum Thema fliehen. Ach Gott, wie ist denn das hier aufgebaut? Naja. Noch mehr davon. Ich bin ja begeistert. Einsiedler besiegen, ach Gott. Ja, ich glaube, ich kriege Verstärkung. Oder die kriegen Verstärkung. Eine Tarantel. Ah, Zeitschilf. Ha, damit wäre ich ja wieder am Anfang des Streams. Das muss ich noch auspacken, das K6-Zeitschiff. Ich weiß aber noch nicht so richtig, auf welchem Char. Klar, ich hätte jetzt gesagt, ich packe das Ding auf einen Wissenschaftler, aber man sagte mir, das könne man heutzutage auch sehr gut mit einem Taktiker. Hallo. Oh, lässt du mich jetzt mal los? Gibt's das denn? Uiuiuiuiuiui. Erstmal alles mitnehmen, das habe ich gelernt. Wir schlachten alles aus. Ich brauche mehr Altmetall, auch auf diesem Char. Ach, ich weiß so einiges. Ich komme ja eigentlich, ich bin ja eigentlich auch ein Zeitreisender, ne? Wenn man mal genau nimmt. Ja, okay. Dann fliege ich jetzt zur Anomalie. Verschwindet die nicht andauernd und wechselt die? Irgendwie war das doch so. Oder war das eine andere Folge? Irgendwie? Nee, man kann direkt durchfliegen. Okay, es war eine andere Folge. Ja, es hat gar nicht ewig gedauert, ne? Also. Ah. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich jeden Morgen. Natürlich nimmt auch keiner von mir. Ja, das ist noch die alte Welt. Ich weiß gar nicht, kann ja sein, dass die neue auch von innen so aussieht. Mal sehen. There are still some very important events in the 25th century that you need to be a part of. As soon as the Enterprise C returns to its correct place in history, the timeline should right itself. Okay. Ladebildschirm. Und da bin ich wieder in meinem eigenen kleinen Minischiff. Alles noch da, wo es sein sollte, ja. Und irgendwie nach Raumanomalie scannen. Machen wir am besten im Stehen. Bricht nämlich immer wieder ab. Okay. Und das? Ah ja gut, die Anomalie, durch die ich geflogen bin, ist weg. Danach sollte ich jetzt scannen. Ja. Auch die Eigenschaften, die können auch nach einer Patrouille rausfallen, habe ich heute gemerkt. Ne? Da ist dann plötzlich alles weg. Hier ist Gott sei Dank noch alles da. Also, das kann auch sein. Der temporale Botschafter. Es war rein gar nichts dort, Jordi. Überhaupt nichts. Ich habe nichts gesehen. Und da kriege ich den Forschungskreuzer. Und ein bisschen Dilly. Ja, und das war der temporale Botschafter. Aber natürlich geht's
in den Episoden dort weiter, genau, der Kern der Sache. Und den gibt's dann gleich in der nächsten Folge.